Arndt von Saxbrick. Ihr seid hier auf dem Saxophon-Channel auf YouTube und wir machen den dritten Teil unserer Serie Hohe Töne auf dem Saxophon. Ihr habt schon gesehen, wie man ein D spielt. Hier oben die Palm-Keys D und dann ein Dis. Und heute machen wir das E. Das ist noch einen Halbton höher. Ach so, und übrigens, hier ist die Eule. Sie ist wieder da. Okay, wir haben ja D und Dis gespielt. Das habe ich euch gezeigt. Das sind hier oben die zwei Palm-Keys. Also, Oktavklappe ist immer dabei. Bleibt immer drauf, der Daumen. Und dann haben wir hier das D. Das ist der erste. Der Palm-Key, der bei euch in der Nähe ist. Dann kommt der zweite dazu. Und dann haben wir D, Dis. Und jetzt suchen wir das E. Aber das E ist nicht hier oben, sondern das ist hier unten beim Saxophon. Wenn ihr euch diese drei Seitenklappen hier anseht, seht ihr das? Das hier unten ist das B, hier haben wir ein Triller-C, braucht man eigentlich fast nie, also ich brauche den nie. Und hier, dieser obere, das ist das E, das hohe E. Wenn man da drauf drückt, dann geht oben die Klappe auf. Ja? So. Und es wird eben zusätzlich zu diesen zweien, hier oben wird das auch noch gespielt, kommt der hier dazu. Da legt man auch die Hand, eigentlich legt man so ein bisschen die Hand schräg hier drauf. Also mit diesem Finger mache ich das hier, mit diesem Gelenk. Und das mache ich auch wieder so, dass ich die Finger hier möglichst in der Nähe lassen kann. Also ich mache nicht so oder mache, ja, keine Ahnung, so. Ne? Also hier sind meine Finger und um das E zu erreichen, gehe ich einfach mit der Hand so ein bisschen nach oben. Ich klappe die so ein bisschen ab. So. Funktioniert eigentlich ganz gut. So, jetzt könnt ihr erstmal, als erste Übung könnt ihr das machen, spielt mal hier oben das Dis, also die zwei. Moment, muss ich einstellen. Und den lasst ihr hier oben drauf und dann spielt ihr unten noch das E dazu. Den könnt ihr auch trillern. Ja. Kann man auch dafür nehmen. Und jetzt könnt ihr als erste Übung oder als, ja, die erste Übung, die wir immer haben, diese chromatische Übung, könnt ihr erstmal chromatisch von C hoch zum E spielen. Das sind die Töne hier vorne. C, dann gehe ich hier weg, Cis, dann kommt hier das D, das Palm-Key D, dann kommt der zweite dazu, das ist das Dis und dann nehme ich unten noch dieses Seiten-E hier dazu. Na? Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Töne. Erstmal nach oben. Dann nach unten. So, das könnt ihr probieren. Und dann könnt ihr natürlich das E hier oben auch noch in eine Tonleiter einbauen. Wir könnten jetzt zum Beispiel A-Dur nehmen. Da fange ich bei A an. A-Dur hat ein Cis drin. Und wir spielen einfach 5 Töne von A-Dur. A, H, Cis, D und E. Und damit können wir auch das E hier oben üben. Ich sage es nochmal. A, H, Cis, D und dann kommt das E. Ihr könnt zum Beispiel auch wechseln zwischen D und E. Das bedeutet, wenn ihr hier D mit dem einen Palm-Key oben spielt und dann auf das E wollt, dann müsst ihr hier oben noch einen dazu nehmen und gleichzeitig auch noch diese Klappe. Dann könnt ihr das mal im Wechsel spielen, D und E. Ja. Also, haben wir drei Übungen. Das erste ist vom Dis zum E. Das zweite ist, wir gehen chromatisch vom C hoch zum E und auch wieder runter. Das dritte ist, wir gehen einfach ein Stück A-Dur-Tonleiter hoch, A, H, Cis, D, E. Und genau, noch eine vierte Übung ist das D zum E im Wechsel. Na, das könnt ihr erstmal ausprobieren. Okay. Jetzt habt ihr wieder was zu üben. Ihr könnt euch das auf einer Grifftabelle auch mal anschauen, diese Griffe. Na, wenn ihr nicht genau wisst, was ich da eben gezeigt habe, ladet euch irgendwo eine Grifftabelle runter. Das könnt ihr auch auf unserer Seite machen, auf saxvideotraining.com.
wenn ihr in diesem Free-Bereich angemeldet seid, da gibt es auch eine Grifftabelle. Ansonsten könnt ihr einfach auf Google eingeben, Saxophon Grifftabelle, und dann findet ihr garantiert auf der ersten Seite 5-6 Stück oder so. Genau, ladet euch die runter, druckt die euch aus, dann habt ihr immer so eine Referenz, wenn ihr irgendeinen Griff sucht oder irgendeinen Ton, dann habt ihr den schnell. Das ist wie so ein kleines Lexikon für die Griffe beim Saxophon. Gut, viel Spaß beim Üben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde mich eine positive Bewertung natürlich sehr freuen. Ansonsten könnt ihr mir gerne hier unten Fragen reinschreiben, Kommentare, alles was ihr wissen möchtet oder wenn ihr gerne irgendwas loswerden wollt oder einfach guten Tag sagen wollt, könnt ihr das auch da unten reinschreiben und dann genau werde ich das beantworten, werde euch zurückschreiben und freue mich natürlich, wenn ihr mir schreibt. Gut, ansonsten könnt ihr diesen Channel auch abonnieren. Das könnt ihr am Schluss machen, da seht ihr so einen Button oder hier unten gibt es auch diesen Button. Dann bekommt ihr immer die neuesten Videos direkt in euer Postfach und wisst genau Bescheid, wenn es was Neues gibt. Na? Okay, viel Spaß beim Üben. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, euer Bernd. Ciao, ciao.